Genau so. Oh, welch angenehme Überraschung. Rebellion. Rebellion. Heenbridge hat mir schon immer gefallen. Ich sage nur, halten Sie Ihre Wertsachen fest. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Fatima Luang. Willkommen in meinem Geschäft. Kann ich irgendwie behilflich sein?
Ich hätte ein paar Fragen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Was möchten Sie wissen? Was hat Sie nach Cambridge gebracht? Ich bin erst seit ein paar Jahren hier. Davor war ich wandernde Händlerin. Es war ein anstrengendes Leben, aber das hat mir nichts ausgemacht. Eines Tages führte mich mein Weg nach Cambridge. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich reiste zwar weiter, aber mein Herz blieb hier. Also kehrte ich irgendwann zurück und eröffnete dieses Geschäft. Seitdem bin ich hier. Meine letzten Tage will ich in Cambridge verbringen, wenn ich kann. Und warum auch nicht? Könnten Sie mir ein wenig über Cambridge erzählen? Sie haben vermutlich von dem diebischen Troll gehört, der sich in dieser Gegend eingenistet hat. Er terrorisiert die Leute, raubt alle Passanten aus. Sie täten also gut daran, auf Reisen rund um Cambridge wachsam zu bleiben. Diesem Monster wollen Sie nicht in sein grässliches Angesicht blicken. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Das kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank. Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Fliegerass. Zweifellos schon lange verlassen. Rebellion. Rebellion. Wenn Professor Fig das nur gesehen hätte. Rebellion. Confringo! Incendio! Rebellion.
Akio. Réveille. Réveille-le. Akio. Réveille-le. Lazio. Was haben Sie jetzt vor? Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen.
Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Arresto Moment. Sehr gut. Weiter so. Impulso. Arresto Momentum. Gut gemacht. Schon sehr bald beherrschen Sie Arresto Momentum. Madame Kogawa, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Im Unterricht erwähnten Sie die Quidditch-Mannschaft von Toyohashi. Ja, die Toyohashi Tengu stammen aus Japan. Dominant, bekannt für hartes Training. Sie trainieren an der Maho Tokoro-Schule für Zauberei und kämpfen sowohl gegen die raue See und die wilden Stürme als auch gegeneinander. Turnierspiele fallen den Tengu fast immer leichter als ihre Trainingsstunden. Sie sind also ein Fan? Ein Fan? Ich sollte einmal Teil des Teams werden. Und ich wäre eine Tengu geworden, wenn ich nicht Pech gehabt hätte. Ich kenne das Gefühl. Manches liegt einfach nicht in unserer Hand. Und manches schon. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich habe mein eigenes Glück geschmiedet. Ich wurde von jemand Vertrautem verraten. Mir selbst. Ich konnte nicht klar sehen und habe es bitter bereut. Meine beste Freundin Asuka und ich wurden herangezogen, um im Team zu spielen. Ich als Hüterin, sie als Jägerin. Sie war atemberaubend. Sie hat sich einmal durch drei Spieler geschraubt und gepunktet, bevor sie auch nur gesehen wurde. Aber die Probespiele für die Tengu rückten näher und sie geriet in Panik. Mir wurde das Ausmaß ihrer Panik erst klar, als es schon zu spät war. Sie wollte so sehr, dass wir beide zusammenspielen, dass sie Felix Felicis in unseren Tee schüttete, noch bevor wir unser Können auf die Probe stellen konnten. Flüssiges Glück? Ist das erlaubt? Ist es nicht. Ich wusste innerhalb von Minuten, dass etwas anders war. Ich hatte nie so gut gespielt. Und Asuka spielte schöner, als ich es je zuvor gesehen hatte. Als ich sie später zur Rede stellte, gab sie zu, was sie getan hatte. Ich zog mich aus der Auswahl zurück. Und zwar sofort. Aber es war nicht ihre Schuld. Sie wussten nichts vom Zaubertrank im Tee. Das ist unwichtig. Meine Flugkünste waren nicht meine eigenen. Damit konnte ich nicht leben. Also zog ich meine Bewerbung zurück und erklärte ihnen, warum. Und ich verbrannte meinen Besen. Was war mit Asuka? Musste sie ihren Besen auch verbrennen? Asuka spielte zwei Saisons lang für die Tengu. Sie haben sie nicht gemeldet? Wirklich? Es war nicht an mir, ihr Schicksal zu bestimmen. Ich bestimme mein Schicksal. Und sie bestimmen ihres. Vielen Dank, Madame. Ich werde mir diese Worte merken.
Du wirst bereuen, hier zu sein. Revelio! Eins von Renrocks Lagern. Genau wie Madame Bowman sagte. Lazio! Du bist wie ein Flugzeug. Rodrigo, du vor. Ein Lager erledigt, eins übrig. Hier zu sein. Revelio. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Hier erledige ich alle. Madame Bowman wird sich freuen.
Ich vermisse das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Was verkaufen Sie? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Wirklich. Du gehörst mir, Demi Geis. Ach hier. Defunto! Arresto Momento. Levioso! Accio! Lazio! Rebellion. Allo Homura. Rebellion. Nun seien Sie doch nicht so fleißig. Thank you.
Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganz. Revelio. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Wie viele sind denn hier noch? Confringo! Akio! Confringo! Oh, kann ich das etwa treffen? Confringo! Confringo! Revelio. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Ahn zurück?
Akio. Revelio. Akio. Revelio. Akio. Incendio. Akio. Nicht so knifflig mehr. Revelio. Revelio. Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, biete ich gerne meine Waren an.
Schauen Sie sich doch einfach mal um. Das kaufe ich gerne. Gut, einen Vorrat zu haben, sage ich immer. Danke fürs Vorbeischauen. Kommen Sie gerne wieder, ja? Das ist ein Ort wie aus dem Märchen.